So, es ist Samstag, 12.09., 15 Uhr, eine Stunde vor Beginn auf der Theresienwiese. Hier sehen wir Alexandra Motschmann, eine aus der Veranstalterin. Orga mit, ja. Genau. Sag mir mal, wie lief es denn jetzt bis jetzt? Vorbereitung und wie ist die aktuelle Lage? Also wir haben ja angemeldet, der Christian Ruben hat angemeldet am 8. oder 11.8. Und es ist relativ frühzeitig eigentlich normalerweise, würde ich sagen. Und sie haben uns vor 3 Tagen, haben sie uns das abgesagt. Wir dürfen gar nichts machen und müssten mit nur 1000 Menschen hier auf die Theresienwiese. Und dann haben wir natürlich unsere Anwälte eingeschaltet, den Ralf Ludwig und den Markus Heinz. Die beiden sind super und haben das hingekriegt, dass wir in der zweiten Instanz haben wir Gott sei Dank sowohl den Umzug als auch auf der Theresienwiese, ich glaube 5000 Menschen. Und ja, und jetzt hoffen wir, dass es alles friedlich läuft und wir eben in Liebe und Harmonie miteinander noch mehr Menschen erreichen, um einfach zu zeigen, wie irrsinnig und verrückt momentan die politische Situation in Deutschland und eigentlich auf der ganzen Welt ist. Ja. Weißt du denn jetzt, wie das mit dem Demozug gelaufen ist? Ja, der wurde aufgelöst, beziehungsweise haben wir den aufgelöst, weil okay. Die haben uns, also ich glaube, die wussten selbst nicht, wo sie hinwollen. Ja? Also ich glaube, das war wirklich ganz kurzfristig. Die haben auch wahrscheinlich gedacht, dass es nicht durchgeht. Und es kann man also keinem irgendwie jetzt in Rechenschaft ziehen diesbezüglich, sondern wir haben gesagt, okay, dann lösen wir ihn einfach auf, gehen alle getrennt zur Theresienwiese, um dann hier zusammen um 16 Uhr anzufangen mit einem ganz tollen Programm, mit tollen Rednern. Der Michael kommt auch und der Michael Ballweg kommt und der Markus Heinz. Und wer wird noch alles sprechen heute? Unser Kreis, Christian Kreis, Dr. Christian Kreis, sind 13 Menschen, die sprechen. Das heißt, dann der Erich Hambach, wen haben wir noch? Der Markus Heinz auch. Markus Heinz auch, genau. Und viele andere. Wir haben auch ganz tolle Musiker, den Rin 99er aus Lienz, der auch in der Bewegung in Österreich sehr, sehr viel macht und auch ganz tolle Musikstücke sozusagen kreiert hat. Untereinander den jetzt haben wir hier gerade, wie du siehst, Abstand. Machen wir nochmal den Abstand. Der Abstand muss ja gehalten werden. Genug Platz. Und es ist sehr, sehr groß. Wir haben 2 Leinwände hier. Also das heißt, man kann auch nach hinten noch weiter ausweichen. Und ich bitte euch. Ja, wie man sieht, also es ist ein wirklich großer Andrang, was auch sehr schön ist, weil wir in den letzten Malen auf der Theresienwiese wurden wir großräumig abgesperrt. Und es war schon eine kleine Farce. Und ja, unser Söder ist ja auch ein toller Mensch, in Anführungszeichen. Muss auch noch ein bisschen lernen in seinem Dasein. Karmatechnisch sammelt er gerade Minuspunkte. Aber das ist sein Leben, also insofern kann man nichts dagegen machen. Wir haben aber in München oder in Bayern haben wir halt natürlich damit leider nicht. Da haben wir die A-Karte sozusagen. Und da haben wir mehr zu kämpfen als in anderen Bundesländern, bedauerlicherweise. Wer hätte sich das gedacht? Aber gut, das ist eine Herausforderung mehr. Und ja, also wir hoffen, dass wir irgendwann mal es geschafft haben, dass wir wieder ein normales Leben haben und dass wirklich auf der ganzen Welt ein normales Leben ist, weil es sterben viel zu viele Menschen jetzt durch Corona in Afrika, weil sie vor allen Dingen Kinder, ja, die haben kein Essen mehr. Und in Indien und. Eigentlich ist es wirklich ein Verbrechen. Und das mit Corona, irgendwas, eine Farce, es sind keine Menschen mehr gestorben, in Anführungszeichen. Es werden in Bayern zum Beispiel 3000 Menschen pro Tag getestet. Und ich meine, bei 3000 ist immer die Wahrscheinlichkeit, dass 1%, die halt dann positiv sind, ja. Also, unter anderem auch hier an der Theresienwiese. Ja, wo ist denn? Ja, da gleich hier. Das ist gleich hier um die Ecke. Einmal um die Ecke. So ist es. Also jeder, der sich gerne testen möchte, kann da gerne hingehen und sich testen. Aber ich glaube, hier die Menschen sind eher für die Freiheit hier und für ihre Selbstbestimmung und eben halt für die Grundrechte wieder. Und ja, wir hoffen, dass wir das alles gut über die Runden bringen
Und die Stimmung ist auf jeden Fall gut. Die Stimmung ist wie immer eigentlich. Also es war wirklich immer so, dass ich habe mehrere Demos jetzt mitgemacht und durfte die mitmachen. Und auch in Berlin, alle beiden Demos waren sowas von Liebe und ein Miteinander. Und wenn einer mal die Polizei angegangen ist, dann haben alle gleich außenrum gesagt, nein, nein, alles gut. Das war wirklich so ein Zusammenhalt. Ein wahnsinniger, positiver Zusammenhalt, wo keiner irgendwie aggressiv oder dergleichen, sondern wirklich miteinander und ein liebevolles Verändern der momentanen Situation. Und ich glaube, nur im Frieden können wir das auch verändern. Anders, glaube ich, werden wir das nicht schaffen. Es ist auch nicht unser Ding. Also einfach in Liebe und... Und ganz dem Motto, zeig mir dein Lächeln. Genau, zeig mir dein Lächeln. Ja. Weil wir wollen unser Lächeln zeigen. Und vielen Dank. Auch vielen Dank.